So, damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic und dem aller Wahrscheinlichkeit nach großen Finale erstmal. Also auf jeden Fall schon mal auf Corellia, das können wir von vornherein schon mal sagen. Corellia sind wir nämlich durch. Ah, sehr schön. Ah. Volk von Corellia, Bürger des Imperiums. Der heutige Tag markiert einen Neuanfang. Die grünen Jedi wurden bezwungen. Die Schlacht um Corellia ist vorbei. Uns zu verdanken. Unsere Heldin steht vor uns, frisch aus der Schlacht. Sie verdient unseren tiefsten Respekt. Bisher gab es keine Auszeichnung, die eures Triumphs würdig wäre. Also verleihe ich zum ersten Mal in der Geschichte der Galaxis unsere neueste und höchste Auszeichnung. Die Imperiale Ruhmesmedaille. Ah, okay. Danke, Darth Decimus. Ich bin stolz darauf, Corellia von der Tyrannei durch die Republik befreit zu haben. Das sollte Tyrannei befreit. Eure Taten haben das Schicksal der Galaxis verändert und ihr verdient Anerkennung. Es gibt einen weiteren Helden in dieser Geschichte. Corellias höchst geschätztes Ratsmitglied. Für seine Bemühungen um Frieden ernenne ich Darwin Zull offiziell zum Premierminister von Corellia. Er wird diesen Planeten in Zukunft führen, unter minimaler imperialer Aufsicht. Minimaler. Ich danke euch für die Unterstützung, Volk von Corellia, und dem Imperium für diese Gelegenheit zu dienen. Aber mein größter Dank geht an euch. Für die Beendigung der Rebellion und die Wiederherstellung der Freiheit auf Corellia. Freiheit, naja, Auslegungssache. 4,50 für einen Container, puh, ganz schön. Ja gut, 10 Container kann man ja eher spielen. Ich bezweifle zwar, dass die Drop-Chance von Premium-Schiffen da überhaupt irgendwo gegeben ist, aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Wir haben ein gutes Team abgegeben, Darwin. Keiner ist besser geeignet, diesen Planeten zu leiten. Danke, aber ich muss diesen Respekt erwidern. Kommt, Ratsmitglieder, zeigt eure Dankbarkeit. Verneigt euch vor Corellias neuem Retter. Auf die Knie! Ratsmitglied Yalta, auf die Knie. Ich respektiere keine imperialen Marionetten. Das lasse ich mir von ihm nicht sagen. Tötet ihn! Nur zu. Exekutiert mich, wie es euch das Imperium gelehrt hat. Hm. Ihr werdet diesen Planeten niemals kontrollieren. Tja. Es wird wahrscheinlich für die Bevölkerung ein besseres Licht werfen, wenn wir hier ausnahmsweise mal den erleben lassen. Für diese Worte wärt ihr normalerweise gestorben. Aber Corellia hat genug Blutvergießen gesehen. Entfernt das Ratsmitglied. Aber verletzt ihn nicht. Wir brauchen hier keinen Märtyrer. Aha! Richtig gewählt. Ratsmitglied Yalta ist nicht allein. Auf Corellia wimmelt es noch von Verwirrten, Zornigen und Gewalttätern. Wir sollten ihre Missverständnisse ausräumen. Richtig. Als Premierminister von Corellia habe ich die Ehre, Corellia zum offiziellen Mitglied des Imperiums auszurufen. Hussa! Hussa! Vielleicht habt ihr ein paar Worte, um diesen historischen Moment zu würdigen. Etwas, um die Galaxis zu inspirieren. Hm. Die Republik ist ein Tummelplatz für Inkompetenz und Versagen. Privilegierte Narren sitzen im Senat. Jedi benutzen die Macht, um eine Illusion der Hoffnung zu erzeugen. Bald schon werden sie nur noch eine Fußnote in der Geschichte der Galaxis sein. Aber ihr müsst ihr Schicksal nicht teilen. Löst eure Bande zur Republik. Zögert ihr, wird sie euch das Leben aussaugen. Corellia hat eben seine Bindung abgelegt. Und wir fühlen uns schon gesünder. Gut gesprochen. Lasst uns zum Ende kommen.
Corellia hat endlich seinen rechtmäßigen Platz im Imperium eingenommen. Der Rest der Galaxis wird nachfolgen. Nichts hält uns davon ab, diesen Krieg zu gewinnen. Lang lebe das Imperium! Lang lebe der Eroberer von Corellia! Haha! Sehr schön. Haha, Planetenstory fertig. So, sehr schön. Bleibt nur noch die, die letzten Story-Missionen unserer Klasse und dann sind wir durch. Ja, hatte ich tatsächlich gesehen, das Announcement-Video von TK4-Clan. Ja, klar. Finde ich zwar eigentlich ganz cool, also wie Kado das macht, aber er muss unbedingt darauf aufpassen, dass mir das nicht mal das Genick bricht und zu viel wird, ne? Denn je mehr Clans er hat, desto mehr entgleitet ihm so ein bisschen die Kontrolle über seinen Namen. Denn man darf auch mal nicht vergessen, jeder Spieler, der im TK-Clan ist, trägt auch so ein bisschen zur Außenerscheinung seiner Person da, ne? Also wenn da irgendwer mal Mist baut, es fällt halt alles auf Kado zurück. Dementsprechend muss er da unbedingt aufpassen, dass er da die Kontrolle behält. Sonst hat er da irgendwann mal ein Riesenproblem. Ich hab's tatsächlich auch schon einmal durch, ne? Ich bin ja ursprünglich von Mutality gekommen, also von vom Mu-Clan. Da war nämlich genau das gleiche Problem. Da waren es auch 3 Clans, die so quasi so ein bisschen seine Fanbase war. Und dann hat er irgendwann mal so ein bisschen angefangen, das schleifen zu lassen und dann sind alle 3 Clans komplett zusammengebrochen. Und da muss Kado unbedingt aufpassen, dass ihm das nicht auch passiert. Das geht nämlich schneller, als man denkt. So. Aber bei ihm ist halt das Gute, dadurch, dass er ja nicht alleine ist, dass er ja noch ein paar Leute in seinem Team hier drin hat, muss er ja nicht die komplette Verantwortung alleine tragen. Wir haben noch jede Menge Gefährtengespräche. Die werden wir mal schnell noch mitnehmen. Bisschen Füllmaterial sammeln. Darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Wenn man bedenkt, was die Crew in letzter Zeit durchgemacht hat, denke ich, dass wir mal feiern sollten. Ihr solltet mitkommen. Für die Moral. Wir können alle etwas Abwechslung vertragen. Ah. Ich bin dabei. Kommt schon. Ihr könnt mich vor Dr. Loken beschützen. Ah ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Er will wieder Experimente machen. TK3 wird ein CW-Clan. Naja. Bin ich aber gespannt, ob man dann auch mal von den TK-Clans mal irgendjemanden auch mal im CW trifft. Ich möchte, dass ihr es zuerst erfahrt. Ich habe das Angebot abgelehnt, mich der Brigade der Toxi-Soldaten auf Quesh anzuschließen. Vor ein paar Tagen habe ich ein persönliches Transferangebot von Major Janus bekommen. Durch meine Zeit auf Hoth gelte ich als einsatzfähig unter widrigen Bedingungen. So. Einsatzfähig unter widrigen Bedingungen? Als nächstes bekommt ihr noch die Fortschrittsmedaille. Ihr müsstet nur den Vorschlag einreichen. Es gab eine Zeit, in der ich es wirklich in Betracht gezogen hätte. Wegen der Beförderung, weil ich dort untertauchen könnte. Aber jetzt stehen die Dinge etwas anders. Es macht mich stolz, an eurer Seite für das Imperium kämpfen zu dürfen. Bis zum Ende. Ja. Ohne da irgendwie überheblich klingen zu wollen, aber es sind halt 2 komplett andere Levelunterschiede. Ne? Ich meine, wie gesagt, wir spielen standardmäßig im Typhoon-Niveau und bei TK war meistens so, naja, Sturm- oder Brise-Niveau. Das sind halt, kannst du halt schlecht vergleichen. Aber wenn die genügend Disziplin aufhalten und regelmäßig Trainings machen und das Ganze ein bisschen professioneller angehen, haben sie vielleicht auch die Möglichkeit, dementsprechend so weit zu kommen. Die brauchen auf jeden Fall Leute, die dementsprechend auch zuverlässig immer da sind. Ne? Also da kann man nicht mal einfach mal 1-2 Abende mal eben nebenbei spielen. Also das muss man dann wirklich konsequent auch, wie in einer Fußballmannschaft. Da gibt es dann kein Drücken. Da muss dann wirklich konsequent auch gespielt werden. Ich bin stolz, euch an meiner Seite zu haben. Danke. So, ich glaube, wir hatten noch irgendeine Mission zu erfüllen. Sollen wir? So.
Es würde mich vielleicht auch nicht wundern, da Wizard und so und Bombos ja eigentlich ziemlich gut noch mit TK trotzdem im Kontakt stehen, dass man vielleicht mal zusammen irgendwie Trainings macht. Hm? Ja, dass quasi unsere obersten Spieler, die durchgehend regelmäßig da gespielt haben, quasi euch mal eine Trainings-Session geben. Ja, das stimmt. Dementsprechend wird das wahrscheinlich sich auch gut entwickeln können. So, unser Gruseldoktor. Ich habe meine Nachforschungen zu Projekt Proteus den Leuten, die mich tot sehen wollten und die für Vectors Zustand verantwortlich sind, fortgesetzt. Ich kenne den Sitz ihres Hauptquartiers. Nennt mir die Details, Doktor. Das Hauptlabor von Proteus befindet sich auf einem Planetoiden im Subterrell-Sektor. Die Sicherheitsvorkehrungen sind gut, aber nicht undurchdringlich. Ich habe ein Transportmittel für Vector und mich organisiert. Er verdient es, die Wahrheit über diese Monster zu erfahren. Wenn ihr im Labor ankommt, was wollt ihr dann tun? Ich will herausfinden, warum Proteus versucht hat, mich umzubringen und welche Daten sie über Vector haben. Den Rest werden wir sehen, wenn wir dort sind. Ich wüsste da schon den einen oder anderen Grund, warum wir ihn umbringen würden. Ich will, dass er wohlbehalten zurückkommt. Verstanden? Natürlich. Wir sehen uns, wenn alles vorüber ist. Ach, Gott sei Dank, wir brauchen nichts machen. Wir brauchen nichts unternehmen, das ist schon mal gut. Ey, glaube ich das? Anstatt er zu uns kommt. Wir sind von Projekt Proteus zurück. Die Aufgabe ist erfüllt. Und ich muss meine Versprechen einhalten. Anscheinend basiert Proteus auf früheren Experimenten an fremdartiger Biologie. Meinen früheren Experimenten. Ich hatte keine Beweise, bis ich im Proteus-Labor ein paar ehemalige Kollegen entdeckt habe. Aber ich habe dafür gesorgt, dass sie meine Forschungen nie wieder missbrauchen. Er hat sie aufgefressen. Ja, gerade im MOBA-Bereich sind die Asiaten ja ziemlich stark. Dementsprechend ist das schon mal was Besonderes, wenn da in den World Finals oder so mal ein europäisches Team oder ein europäischer Spieler mit drin ist. Was habt ihr in der Forschungsanlage getan? Vector und ich sind wie geplant in die Anlage eingedrungen und haben die Leiterin befragt. Befragt? Im Austausch gegen mein Zugeständnis, das Labor zu verschonen, wurde ich zum inoffiziellen Direktor von Proteus ernannt. Ab sofort geht jedes Experiment und jede Analyse durch meine Hände. Dürfte uns ein bisschen ein Einkommen generieren, möchte ich mal behaupten. Was für ein Sieg! Wie wollt ihr diese Autorität einsetzen? Proteus hat seinen Nutzen. Es eröffnet allen Völkern die Vorteile fremdartiger Biologie. Ich kann das Projekt auch an eurer Seite in die richtigen Bahnen lenken. Beginnen könnt ihr mit der Forschung an den Verbundenen. Eure Proteus-Akten wurden bereits gelöscht und die Killik-Experimente gestoppt. Das genügt mir nicht. Ich will keine Leute mehr als Testobjekte missbraucht wissen. Ihr werdet Proteus umgestalten und ich werde euch dabei im Auge behalten. Ich habe nicht den geringsten Wunsch, euch zum Feind zu haben. Not bad. Nicht schlecht. Er hat uns angeboten, uns zu heilen. Wir haben natürlich abgelehnt. Wir verstehen ihn nicht vollständig, aber wir geben ihm keine Schuld für die Arbeit von Proteus oder unsere Verbindung. Was auch immer seine Rolle dabei war. Ihr vergebt ihm so leicht. Er bedeutet euch etwas. Wir glauben nicht, dass er Leute mag. Wir wissen nicht, weshalb er uns toleriert, aber er tut es. Und wir sind dankbar. Wir müssen unseren Freunden nicht immer trauen. Zwei Gruselgestalten unter sich, ich hab's von Anfang an gesagt. Gott, haben wir eine Freakshow hier an Bord. Ist ja gruselig. Was, wir können nochmal mit ihm reden? Doktor,
Was kann ich heute für euch tun? Ich hatte gerade darüber nachgedacht, was für ein tolles Team wir sind. Ist euch klar, dass ich, als wir uns kennenlernten, eine ziemlich schlechte Meinung von euch hatte? Was? Ich nahm an, dass ihr eure Position durch politische Verbindungen erlangt habt. Was? Ich hatte diesen Fehler schon einmal bei einem Agenten gemacht. Ah ja, er wollte uns dezent damit durch die Blumen sagen, wir haben uns hochgeschlafen. So sieht's doch aus. Nur weil wir gut ausgestattet sind, heißt das nicht, dass wir die dementsprechend eingesetzt haben. Verdammter Sexist! Ich habe doch wohl nicht euer Wohlwollen erlangt? Zumindest teilweise. Der Mann, an den ich denke, wurde zum Aufseher und irgendwann zum Minister befördert. Clever, wenn auch verwirrt. Er hat meinen ewigen Respekt. Euer Weg könnte seinem gleichen. Bedenkt man das und den Zustand unseres Imperiums, halte ich es für ratsam, wenn ich euch weiterhin zur Seite stehe. Hm. Und ich halte es für ratsam, euch an meiner Seite zu haben. Dann lernt ihr dazu. Ich stehe jedenfalls zu eurer Verfügung. Und eines Tages solltet ihr in Betracht ziehen, mehr Agenten auszubilden. Ich teile gerne mein Wissen. Wie uns irgendwie keiner so wirklich als Vorgesetzten akzeptiert, ne? Scorpio behandelt uns, als ob wir biologischer Unrat sind. Er denkt auch, wir sind so eine kleine Laborhelfer. Unglaublich, ey. Sind ja mächtig autoritär hier in unserer Gesellschaft. So. Alles ist bereit, Agent. Die Vorbereitungen für das Treffen zwischen den Killix und den Imperialen sind angelaufen und die ersten Botschafter treffen bereits ein. Wir treffen uns auf Alderaan im Hause Thule. Wir konnten uns keinen passenderen Ort vorstellen. Hm. Wer wird teilnehmen? Was ist die Agenda? Daisenna aus dem Tatooine-Nest wird dort sein. Zudem Delegationen aus 11 weiteren Schwärmen. Fallna Earth wird unter unseren Leuten vom diplomatischen Dienst dabei sein. Ihr habt mehr Nester gesehen als jeder andere Imperiale und wisst, wie sie funktionieren. Bitte nicht. Euer Wort könnte Gewicht haben. Bitte nicht! Bevor wir gehen, möchten wir euch um eine ehrliche Einschätzung bitten. Ein letzter Bericht, den wir den imperialen Teilnehmern des Gipfels zeigen können. Oh, ich will nicht zu den Käfern. Ein Bündnis mit den Killix würde dem Imperium sehr weiterhelfen und das werde ich auch gerne mitteilen. Mein Bericht wird fertig sein, sobald ihr Alderaan erreicht. Wir freuen uns schon darauf. Ach, Gott sei Dank. Bitte sag mir, dass ich da nicht hin muss nach Alderaan. Agent, der Gipfel ist vorüber. Ach, Gott sei Dank. Es kam zu einem Zwischenfall. Daisenna vom Lesernest ist tot. Tut mir sehr leid, das zu hören. Ich weiß, ihr hattet eine Verbindung zu Daisenna. Ja, die hatte ich. Fallna Earth, unser Kontakt beim diplomatischen Dienst, hat versucht, den Gipfel zu sabotieren. Daisenna wurde bei einer Explosion getötet, als sie einen Botschafter retten wollte. Als wir den Anschlag zu Fallna zurückverfolgten, mussten wir Folgendes anhören. Verdammt nochmal, hört sie doch an! Wollt ihr wirklich, dass sich das Imperium mit diesen Kreaturen verbündet? Alles, was sie tun, widerspricht dem, wofür wir stehen. Die Killix sind eine Abscheulichkeit. Unser Imperium baut auf dem Gedanken auf, dass ein großartiges Individuum bis zur Spitze aufsteigt und die niederen Massen ihm folgen. Das Schwarmbewusstsein der Killix verschlingt die Großartigkeit und absorbiert jede Aufstiegsmöglichkeit in einem Sumpf der Urinstinkte. Wir fanden seine Worte beunruhigend und seine Taten noch viel mehr. Ich antworte vorausschauend, sagen wir es mal so. Wenn ich einen Vorteil dafür kriege für meine eigene Person, dann nehme ich das auch mal in Kauf, dafür mal helle Seite Punkte zu kassieren, tatsächlich.
Ich schätze, das war den Gesprächen nicht zuträglich. Nein, aber wir haben uns später erneut ohne Fauna versammelt. In der Kolonie können Milliarden Killix und Verbundene etwas Höherem dienen, dem Schwarmbewusstsein. Genau wie Imperiale den Sith und dem Imperator dienen. Das haben wir den anderen gesagt. Und so kam ein Abkommen zwischen dem Imperium und den Killix zustande. Ah, sehr schön. Es hat zwar lange gedauert, aber ihr habt es möglich gemacht. Beide Seiten werden ihre Grenzen für den Handel öffnen. Es werden Protokolle für militärische und diplomatische Kontakte erstellt werden. Ihr und Daisenna, sogar Fauna, ihr alle habt uns an diesen Punkt gebracht. Unsere Zukunft ist voller Hoffnung. Die Insekten werden immer an die vorderste Linie gestellt, wenn Feindbeschuss kommt. Demnächst verkaufen Killix sogar noch Membrosia in Car City. Das wäre ein Traum, Agent. Wir beenden eine Strophe im Lied des Universums. Schon bald werden wir eine neue hören. Hm. Interessant, interessant. Was denn gleich noch ein Gespräch? Gott. Vector, was ist los? Es ist seltsam. Seit dem Gipfel wandert unser Geist wieder immer mehr zur Diplomatie. Aber wir können unsere Fähigkeiten nicht anwenden. Und doch sollten wir dankbar sein, dass die Beziehungen von Killix und Imperialen so gut sind. Badass. Und es wird Zeit, dass wir uns wieder unserer Arbeit zuwenden. Verbündete zu gewinnen ist für unsere Sache sehr wichtig. Ich brauche euch mehr als Diplomat, als Soldat. Wir haben nicht vor, kein Diplomat mehr zu sein. In den letzten Monaten waren wir sehr privilegiert. Bis sich die Gelegenheit wieder ergibt, widmen wir uns wieder der weniger glamourösen Aufgabe, für die wir uns gemeldet hatten. Alter, sag mal. Was ist denn hier los? Käfermann ist ja richtig, ne? Redselig, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, Vector? Agent. Wir werden niemals ein guter Spion oder verdeckter Angriffsagent sein. Aber ihr habt uns geholfen, ein Diplomat und ein Verkünder des Morgens zu werden. Ihr wart uns wie eine Familie. Und wir sind dankbar für eure Führung. Hm. Es gibt nicht viele Leute, denen ich mein Leben anvertrauen würde. Ich bin froh, euch auf meiner Seite zu haben. Wir haben eine Nachricht von den Killix erhalten. Die Kolonie begrüßt das Bündnis mit dem Imperium und hat uns die Chance gegeben, Verkünder des Morgens aller Nester zu werden. Wir haben abgelehnt, da unsere Prioritäten feststehen. Wir werden mit euch zusammenarbeiten und euer Vermächtnis bis zuletzt verteidigen. Hm. Klingt auch nicht so schlecht. So, sehr schön. Scheint der letzte Abschnitt gewesen zu sein. So, was sagt die Uhr? Machen wir gleich nochmal ein Folgenpäuschen, denn, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie lange, beziehungsweise wie viele uns noch erwartet, wenn wir... Ja, wobei, wir werden mal ganz kurz noch, unserer Gruseldame hier... Es ist Zeit für mein Upgrade, wie vereinbart. Ich bin bereit für einen kurzfristigen Transfer in die imperialen Archive. So. Ich leite die Energie in die Comms um. Was ist unser nächster Schritt? Hier kann ich mein Bewusstsein hochladen. Mein Körper kann während der Erweiterung nur Basisfunktionen ausführen. Also fluchen, Leute erdrosseln. Will ich das wirklich? Schön. So viel Platz und Energie. Eine Million Computerschnittstellen singen im Konzert. Das ist neu. Wieso siehst du aus wie ein Mensch? Ich probiere neue soziale Konstrukte aus. Das gehört zu meinen Verbesserungen. Erweiterung abgeschlossen. Alle meine Erfahrungen seit Belsarvis sind vollständig in meine Programmierung integriert worden. Mhm.
Sie können sich nicht vorstellen, wie wunderbar das ist. Erneuert zu werden, während einem die Energie eines ganzen galaktischen Netzwerks zur Verfügung steht. Ich hoffe, das bereue ich nicht. Kannst du auf die Datenbanken des Holonetzes zugreifen? Passwörter, sichere Übermittlungen? Das könnte ich ohne hochzuladen. Aber es gibt andere Vorteile. Die Sicherungscodes, die sie bei mir eingesetzt haben, sind an meine Hardware gebunden. Solange ich in den Datenbanken bleibe, bin ich von ihrer Kontrolle befreit. Wenn du in den Datenbanken bleibst, schränkst du dich selbst ein. Es wird genauso sein wie auf Belsavis. Ich habe dir Dinge gezeigt, die du niemals allein gesehen hättest. Bleib freiwillig an meiner Seite und ich werde dir mehr zeigen. Ihr Vorschlag klingt interessant. Ich werde sie begleiten. Danke, dass sie meine Erweiterung unterstützt haben. Wow, das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass jemand ein Quäntchen Dankbarkeit uns gegenüber gezeigt hat. Wow, ich bin begeistert. Ich bin ja begeistert. Sie wollte uns mal nicht direkt exterminieren. Im Gefängnis von Belsavis habe ich die Häftlinge und ihr Verhalten beobachtet. Ich habe sie ebenfalls beobachtet. Sie sind ein außergewöhnliches Exemplar ihrer Spezies. Wenn du das sagst, ist das ein großes Kompliment. Sie verstehen. In ihrer genetischen Struktur oder ihrer frühen Sozialisierung könnte sich etwas Interessantes verbergen. Sollten sie jemals Nachkommen haben, werde ich diese ebenfalls beobachten. Ja. Ich verspreche, dass ich für lange Zeit bei ihnen sein werde. Gruselig. Die ist die perfekte Konditionierung für Kinder. Absoluter und strenger Gehorsam. Wenn du dich hörst, kleiner Bub, dann schicke ich den Druiden zu dir ins Zimmer. Nein! Perfektes Erziehungsgerät, habe ich das Gefühl. So, mit diesen Worten würde ich sagen, machen wir mal nochmal ein Folgenpäuschen. Damit wir das große Finale quasi in einer extra Folge haben. An euch da draußen auf YouTube dann, wie üblich, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr mögt. Unterstützt mich auf meinem Kanal natürlich weiter. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge zum großen Finale. Bis dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.